Hallo, ihr Terrormöpse vom Outer Space. Willkommen zurück bei Outlast. Wir müssen einen anderen Weg in die Dusche finden und ich würde mal sagen, wir latschen jetzt mal los und finden diesen anderen Weg hier in die Showers. Verschlossen. Hol die Kamera raus, Mann. Verschlossen. Wie so ein roter Faden. Ohne Batterie. Das ist meine. Und verschlossen. Ach, ist hier jetzt alles einfach verschlossen. Aber wir sind doch von hier gekommen. Das macht gar keinen Sinn. Dann ducken. Ach ja. Moment mal, hier waren wir doch schon. Das hat mich schon wieder erschreckt. Hier war doch was. Genau, seidig. Du siehst so seidig aus. Ja, genau hier waren wir zuletzt. Und haben keinen Weg rausgefunden. Wer redet da überhaupt mit mir? Ach. No. Die Hackfresse war es nicht. Willst du mir helfen, Freak? Mit mir herzulatschen. Es muss irgendwo hier drin einen weiteren Weg geben. Wie das eine Mal, ganz am Anfang des Spiels, wo ich einfach eine offene Tür übersehen habe, befürchte ich, dass hier genau das gleiche passiert. Ich übersehe irgendwas vollkommen Offensichtliches. Moment mal. Hä? Kloppt sich da ein Schatten ein? Das ist ziemlich... Warum? Und naja, egal. Ist mein Freund? Ja, ich bin dein Freund, aber ich wechsle nicht deine Bandage. Nein, ich möchte nicht an deinem Anus knuspern. Großer Gott. Okay, wie komme ich denn so eine blöde Treppe da? Ist eine Leiter oder sowas? Ja. Es kann doch nicht so schwer sein. Wie wär's mit einer Futterkurve bei Meckes Kollege? Nein, das juckt mich nicht. Das Einzige, was mich juckt. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier. Siehst du, da ist der Weg. Einfach hochklettern. Könnte alles so einfach sein. Ich wünsche mir irgendwelche Schatten. Warum sind denn hier nur Schatten? Wo sind die passenden Menschen dazu? Du siehst auch schon wieder so aus, als würde es dir nicht gut gehen. Und du, ey, was willst du? Großer Gott! The Toxic Avenger hat mich angefallen. Geschieht dir recht und danke. Ja, wir sind jetzt Freunde. Beste Freunde. Du darfst auf meine Geburtstagsparty kommen. Nein. Das kann doch gar nicht gut gehen, wenn du jetzt gewürgt. Oh, hast du nicht geschafft. No. Meine Entschuldigung. Ich wollte dich nicht erschrecken, also nicht so richtig. Sagen wir diese neuen Dokumente so. Nachruf von Dr. Wernicke.
Rudolf G. Wernicke, Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ja. Okay, Opfer. He did not hit her. No. Kill his enemies. Wovor hast du solche Angst? Nur weil hier überall Massenmörder rumlaufen? Okay. Was fehlt uns hierfür wieder? Hier eine Codekarte oder sonst irgendwas? Aha, ich sehe gar nichts. Ich doch was. Es kann doch nur eine Batterie sein. Und richtig. Oh, warte mal. Ey, was? Warum beleidigst du mich? Gerade schon umgerechnet. Da blieb der Schockmoment aus. Gott sei Dank ist hier ein Loch. Das sieht auch nicht gut aus. Sein Fuß ist vollkommen abgenagt. Mann, sind die alle eklig! Das wäre auch irgendwie langweilig, wenn die alle normal wären. Ein ganz normales Gefängnis wäre so ein deutsches Gefängnis, 5-Sterne-Gefängnis. Ah, Autospeicherung? Das bedeutet nichts Gutes. Ja, ich glaube, wir haben unseren weiteren Weg gefunden. Und runter. Jetzt sind wir doch schon wieder fast in den Duschen. Ach, du Kacke. Und ist irgendeinem wahrscheinlich der Arsch geplatzt. Viel Blut. Sehr viel Blut. Und sehr viel Eingeweide. Und Wallrider steht da mal wieder. Und ich glaube, damit meint keiner irgendwie Tony Hawk, der den Wallrider mal gemacht hat und sich dann aufs Maul gelegt hat und das Blut hinterlassen hat. Ja, gleich ist die Batterie wieder leer und es wird immer dunkler, trotz Nachtsicht. Okay, Batteriewechsel. Und jetzt sehen wir nichts. Absolut gar nichts. Eine Batterie? Nehmen Sie doch auf, Mann. Nimm doch die Batterie auf. Nein. Irgendwoher. Nein, natürlich nicht. Ah, da. Und noch weiter nach unten. Das ist natürlich extrem einladend. Oh ja. Was kann hier unten schon auf uns lauern, außer der sichere Tod? Der kriecht so unfassbar langsam. Sind wir hier nur reingeraten. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Das ist creepy. Hier unten wäre niemand gerne. Aber wenn hier keine Massenmörder umherlaufen würden. Na klar, Felsbrocken versperren im Weg. Warum nicht? Ansonsten können wir hier vielleicht lebend rauskommen.
schön. Noch mehr Felsblocken gebrochen. Okay, der Typ versperrt den Weg. So steht er gleich auf. Was ist mit dem? Steht der Hitze auf? Was war das? Ladesequenz. Okay. Was hat für eine neue Batterie? Gott, wo müssen wir hin? Dokumente. Und ein Bein. Das ist jetzt wenigstens mal etwas interessantere Dokumente. Wahrscheinlich nicht. Das Evangelium des Sands. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren vor Furcht. Und wenn wir hinter sie blickten, sahen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Okay. Das heißt, wir wissen so langsam, in was für eine Story-Richtung dieser ganze Scheiß hier gehen wird. Denkt irgendeiner, der ist die Wiedergeburt Jesu Christi, oder wenn er genug Menschenopfer irgendwie bringt, dann wird Gott auf die Erde zurückkehren, oder irgendwie so ein Unsinn. Irgendeiner denkt auf jeden Fall, er wäre in Gottes Mission unterwegs. Was all die Morde rechtfertigt. Wir machen es jetzt extra aus. Der Schrecken ist jetzt fürchterlich bei diesem Wasser. Dreht zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Okay, diese beiden Ventile sind so weit wie nur möglich entfernt von diesem. Oder was? Okay, scheinbar nur einen Schatten. Auf jeden Fall sind die beiden Ventile so weit wie möglich nur von diesem Ort weggebaut worden. Klar. Also, wo sind wir? Prison Block Drain. Female Ward Drain. Frauen? Hier gibt es auch Frauen. Also. Oh nein. Was ist das für ein wahnsinniger Massenmörder hier? Habt ihr schon gesehen? Oh, lass mich in Ruhe. Die Kamera raus, Boy. Warum anrennen? Er hat uns gleich. Ach, er hat uns. Der Spinn brüllt überhaupt nicht. Warum will ich denn da rein? Komisch. Ich bin schon tot? Oder gehört das zur Story? Nein, es gehört nicht zur Story. Fluch der Axt. Okay, wir müssen sofort wegrennen. Überall Spinte sind, auch im Keller. So. Kamera aus. Ich habe immer das Gefühl, auch wenn es unsinnig ist, weil es ja eigentlich vom Gegner nicht wahrgenommen werden kann, habe ich immer das Gefühl, als würden die vielleicht das Licht der Kamera sehen, wenn ich sie anlasse. Zack. Jetzt kommt keiner. Warum kommt denn jetzt keiner? Na,
eine super Idee, das jetzt zu machen. Das triggert jetzt wahrscheinlich, dass das Monster direkt hinter uns auftaucht. Okay. Wo ist er? Schneller, Mann! Nein, er hat uns. Nein, geh hoch! Okay, er hat uns schon wieder. Ganz schön stark. Und voll böse. Wir sind so sensibel. Wir haben nichts getan. Wollten hier nur. So, versteckt. Wollten hier nur so ein bisschen an den Ventilen rumspielen und der Typ bringt uns direkt um. Aber mittlerweile sind das auch gar nicht mehr so die großen Schockmomente. Man weiß eigentlich, was einen erwartet. Also, ah, jetzt hat er uns. Zack. Ja, wenn man das dritte Mal von einem Freak umgebracht wird, dann ist es auch nicht mehr schockierend. Dann ist es frustrierend. Wer fällt da runter? Wir rennen durch. Jetzt hört die Kamera an. Rennen auch direkt wieder raus. Bringt ja eh nichts. Jetzt laufen wir an ihm vorbei. Komm her. Ja klar, wir haben uns jetzt erwischt. Ah doch, diesmal habe ich es geschafft. Schön. Jetzt kommt jemand von hinten. Vorne, von links, von rechts. Okay, das haben wir jetzt doch relativ schnell geschafft. Was heißt das Ziel? Sorry, habe ich nicht gelesen. Benutze die Leiter, um zur unteren Abzweigung zu gelangen. Okay. Immer weiter nach unten. Toll. So. Wo läuft das Riesenbaby rum? Da. Lauf schneller, Mann. Schneller. Noch weiter nach unten. Ich muss zugeben, das ist etwas, was ich definitiv nicht machen würde. Aber ich würde auch nicht einfach die ganze Zeit von den Leuten weglaufen. Ich würde mir irgendwas holen, um mich zu wehren. Ey, was ist das für eine Leiter?
auch Leichen. Meine Güte. Die nehmen auch viel Arbeit auf sich, um so leichenlos zu werden. So gruselig. Der baumelt einer. Der hat nur noch eine Hand. Der andere ist nur noch ein Stumpf. Das kommt von vielen Wichsen. Dampf! Autsch, der hat mich sogar verletzt. Metroid Prime lässt grüßen. Ich sehe das Licht. Oh, und ich sehe einen Kopf. Ich glaube, das ist dieser komische Priester. Ja, ich glaube, das ist dieser komische Priester. Ich bezweifle, dass diese Person noch da ist. Das klingt ja wieder sehr einladend. Was passiert? Durch welches Gitter fallen wir jetzt? Gar keins. Jetzt haben die Gegner nur noch Taschenlampen. Sie entwickeln sich weiter. Okay. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Barricade died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor... Ja, du siehst auch so, als wüsstest du noch, was in dieser Welt vor sich geht, was real ist. Wie, was? Welche Experimente führt ein toter Doktor? Och nein, ich habe eine Batterie verschwendet. Kacke. Ist eine gute Idee, jetzt wieder runterzugehen. Aber der eine war nett. Vielleicht wäre ich mal ein bisschen bei ihm geblieben. Hätte nicht so ausgesehen, als wäre mir im Gesicht den Häcksler gefallen. Male Ward, Female Ward. Die holde Weiblichkeit hat mich ohnehin schon immer mehr angezogen. Warum komme ich da nicht durch, was? War klar. Boah, Mann, okay. Jetzt habe ich mich doch erschrocken. Weil so ein Kadaver irgendwie von der Decke fällt. Da liegt wieder ein Enddarm. Wie geht's? Wie es hier aussieht. Wochenlang müsste man hier putzen. Wochenlang, bis das hier wieder wohnlich wird. Was? Wo? Krokodil? Scheinbar nicht. Nur ein Kopf. Ach so, es war nur ein Kopf. Okay, da müssen wir wahrscheinlich später durch, weil das nicht verschlossen ist. Es war so klar. Und bumm. Oh, doch, da war nichts. Das ist hier doch bestimmt irgendwo einer. Okay. Wir brauchen so langsam mal eine neue Batterie. Oh. Oh oh.
war's gleich. Ohne Batterie. Da liegt einer. Ja, Gott sei Dank. Das Wasser ist auch nicht sehr vertrauenserweckend. Müssen wir jetzt schon wieder hin. Kosten das so lange aus wie möglich. Schreite schneller. Letzte Batterie. Ich sehe gerade keinen Ausweg. Doch da. Die Kisten hoch. Das hat ja gut funktioniert. Hier da runter. Dann da wieder rauf. Okay. Ich weiß, dass irgendjemand hier ist. Irgendwas. Komm, du erwachst wieder zum Leben. Oh. Ich hasse das ja mit diesem brusthohen Wasser. Boah, was war das denn schon wieder? Ja, Blob ist von der Decke gefallen. Gut, dass die Kisten so optimal stehen. Es wird immer dunkler. Was war das? Ein großer, dunkler Raum geflutet mit Wasser. Wir müssen uns da durchkämpfen. Scheiße. Ich sehe gar nichts. Keiner Gang. Nein. Nein, Kacke. Er hat uns. Ich glaube da hinten. Da müssen wir hin. Zu ihm. Nein. Er hat uns erwischt. Nein, er hat uns. Gute Nacht. Ja, wir sind doch aber sehr weit in diesem Teil gekommen. Und im nächsten werden wir... Wo sind wir denn jetzt? Achso, okay. Und im nächsten Part werden wir versuchen, aus dieser Sickergrube, wo wir gerade getötet wurden, zu entkommen. Ja, ich hoffe, die Reise in die Abgründe der Hölle haben euch Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch oder meinem Kanal ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!